Magst du einen Tee? Gerne. Tut mir leid. Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Was du mit dem Weihnachtsgeschenk deines Bruders machst, ist natürlich allein deine Sache. Mir ist nur eingefallen, dass Leonard schon ein Schreibset hat. Darum habe ich es weggeworfen. Du hättest es doch jemand anderem schenken können. Ich hatte seinen Namen eingraviert. Darüber hätte er sich doch gefreut. Naja, nicht seinen ganzen Namen, sondern nur ein großes L. Das ist natürlich was anderes. Hey, du musst mir nichts erklären. Aber wenn du darüber reden möchtest, dann höre ich dir gerne zu, so wie du mir zugehört hast, als ich dir von Paul und mir erzählt habe. Also gut. Leonard und ich, wir lieben uns. Sag mal, hast du heute schon einen von unseren Paukern gesehen? Wieso? Na, die Siebert, die wohnt doch über der Pension und trinkt hier immer ihren Latte. Ich habe sie heute noch nicht gesehen. Okay. Du machst mir einen Kaffee? Ja, klar, sofort. Danke. Hey, Gregor. 4 Glühwein, bitte. 4. Ja, einen für dich mit. Oder bist du im Dienst? Nein, das gehört alles zum Job. Ich muss ja wissen, was ich euch anbiete. Ist das deine neue Masche? Lasst Weihnachtsbäume sprechen? Ja, kann ich nur empfehlen. Und spätestens beim Stern von Bethlehem schmilzt das Eis. Ah ja. Und was hat sie zu deinem Geschenk gesagt? Oh, Mist. Sarah? Ich habe ja noch eine Kleinigkeit für dich. Aber nicht vor Weihnachten öffnen. Danke. Ich habe auch noch was für dich. Ist allerdings nach oben. So, hier ist euer Glühwein. Ach, Leonard, du kommst doch auch zu unserem Weihnachtsbrunch, oder? Auf allgemeinen Wunsch hin gibt es auch wieder dieses komische Schrottwichteln. Schrottwichteln? Ja, kennst du nicht? Du bringst irgendwas mit, was du immer schon loswerden willst, und dann verpackst du es und dann verschenkst du es. Schnapp dir deinen Glühwein und verschwinde. Ich gebe euch eine halbe Stunde. Sieht man mir das so an? Peinlich. Die Uhr tickt. Hm. Dieser Proll, jetzt lässt der sich schon für mein Geschenk feiern. Machst du uns bitte eine Mokkamilch und... Espresso. Was? Ach, Mokkamilch, Espresso. Wenn ich dich langweile, kann ich auch wieder gehen. Was? Ach, Andi. Vielen Dank. Na, noch eine Koffeinspritze vor deiner Schicht? Nein, ich habe Feierabend. Komm gerade aus dem Krankenhaus. Aha, dann setz dich doch zu uns. Wir haben uns gerade überlegt, was die dämlichsten Weihnachtsgeschenke sind, die wir hier bekommen haben. Also momentan führt Sarah die Hitliste an. Aber vielleicht kannst du das ja noch toppen. Naja, wer weiß. Wogegen trete ich denn an? Die schönsten Militärmärsche, arrangiert fürs Klavier. Das war so eine dicke Mappe von meinem Onkel. Wow. Also, ob ich das toppen kann, weiß ich nicht. Allerdings, letztes Jahr hat mir ein Arbeitskollege einen Teekessel in Kuhform geschenkt. Auch nicht übel. Jetzt reicht's mir. Ich habe sofort gewusst, dass dir das Buch gefällt. Ich hab's dir an deinen leuchtenden Augen abgesehen. Jetzt erzähl ich diesem dreckigen Lügner, die meint nur Stress. Das Tagebuch ist von mir. Andi ist ein dreckiger Lügner, frag Paul. Das stimmt doch nicht, oder? Hallo, Frau Siebert. Hallo, Frau Brandner. Ich wollte mich noch mal bei Ihnen bedanken, dass Sie Paul nicht vorzeitig von der Klassenfahrt zurückgeschickt haben. Ich hoffe, Paul nimmt mir das nicht mehr übel. Ach nein, er schwärmt von Ihnen und Ihrem Unterricht. Tut er das? Ja. Sag mal, was hast du denn eben mit Susanne besprochen? Dienstgeheimnis. Ja, ich schau da mal, was mit Konstantin los ist. Sehen wir uns später noch? Komm nachher zu mir. Machst du mir die Rechnung? Ich weiß gar nicht, was du hattest. Klär das mal mit Christian, bitte. Frohe Weihnachten. Dir auch.